Olam geht's. Den Kampf zur Pflanze. Der Kampf gegen die Pflanze steht oder an. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Mein mehr als Hüfkin kann es nicht. Jetzt mal den Mauszeiger raus, so wie es sich gehört. Also man braucht 19 Schuss. Ich habe mich schlau gemacht. Man braucht 19 Schuss von der Pistole. Oder von dieser anderen, die wir noch hatten. Dadurch bräuchte man 7 weniger oder so. Ich habe es gesehen. Wir haben jetzt hier noch 10 von der neuen Schrot. Wir haben 15 von der Pistole. Das reicht auf jeden Fall als Munition für das Mistvieh. Aber ich muss eigentlich noch das Buch holen. Dass wir die Orientierung haben jetzt hier. Wo war das denn? Hier lang. Da lang. Also genau hier rüber. Ich bin jetzt selber hier sicher. Und dann war das hier, glaube ich, ne? Genau, hier. Mann, bin ich gut. So. Das kommt hier rüber. Wir haben noch die Magnum, haben wir auch noch. Und noch, okay, wir haben noch genug Munition. Oh, wir haben noch hier noch ein Farbband. So. Das wäre sinnvoll, ein bisschen von dem blauen Kraut auch dabei zu haben, weil es uns ja vergiftet. Und der Tisch kommt bald, sehr schön. Ich würde zweimal grün. Ach ne, ich musste. Ah. Ich muss ja auch noch Dings mitnehmen. Ich hab einmal grün dabei, ist schon okay. Baumpflanzenfigur, genau. So, wir brauchen das rote Buch. Wir haben noch mehr Gewehrmunition zur Not. Aber wir behalten die 10. Das sollte erstmal reichen. Hoffe ich. Ich lasse jetzt so stehen. Und ich hoffe, ich packe das heute. Also das kann sich bestimmt noch hinauszögern, dass ich noch ein, zwei Mal brauchen werde, aber hey. Auch denen lerne ich nicht. Ich weiß vom letzten Mal gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich habe mich jetzt ein bisschen schlau gelesen und ich weiß jetzt, dass die Pflanze versprüht Gift. Danach schlägt es mir in die Ranken. Wenn es mir in die Ranken schlägt, dann soll man drauf schießen, weil dann öffnen sich oben die Blüten. So. War das hier? Ja. Ob ich das hinkriege, ist eine andere Frage. Das checken wir jetzt mal. So, Raum 3. Wir müssen jedes Mal diesen Weg machen, den wir jetzt gerade machen. Ja. So. Das Buch nehmen wir raus. Das haben wir ja schon gelesen. Das ist jetzt das mit dem. Mit dem, wie man diese Chemikalie machen kann. Da legen wir das rote Buch rein. So. Füße.
Na. Beine. So. Dann wollen wir mal gucken. Kann nur schief gehen. Jedes Mal. Ach, komm schon. Ja, genau. Ein bisschen noch drunter stellen. Hier schlägt sie mich. Aua. Die trifft mich viel zu häufig mit ihrer Versäure. Ist noch offen, ne? Ja. Beweg dich. Da voll Luft. Aua. Wie sieht die denn aus? Das ist Warnung. Ja, genau. Immer voll rein gerade, Hido. Wie viel Schuss habe ich noch? Ein. Ja. Diese scheiß Pflanze gibt mir so auf den Sack, ey. Ja, GG, würde ich sagen. Ich war letztes Mal einfach tot. Einfach tot müde. Hey, Errungenschaft, Extremgärtner. Ich würde sagen, ich hab's geschafft.
der Hausschlüssel. Ein Helmschlüssel. Ah, Leute, wir haben es geschafft. Er ist endlich da. Tür lässt sich nicht öffnen. Oh, you scared me. You okay? Yeah, it's dead. But Richard, he's gone. I'm sorry. It's my fault. I should have watched out for him. I found a pharmaceutical room. I think I can come up with something useful. I'll be there. I'm glad you're still okay. Tja. Was ist der Raum hier? Wo sie jetzt diese Medizin rumgefunden? Seid ihr? This room is equipped with all sorts of medical supplies. Want me to treat your wounds? Einmal aber nur diesmal. Yeah, would you? Nur einmal, diesmal mache ich den Fehler nicht nochmal. Thanks. Be strong, Rebecca. Gut, mehr können wir hier nicht machen. Wenn wir sagen, auf zur Lagerkiste, ne? Jetzt haben wir nämlich den Helmschlüssel. Jetzt sollten wir in der Lage sein, nämlich quasi fast jede Tür im Haus zu öffnen. Wo es dann auch irgendwo einen Ausgang geben muss. Rein von der Theorie her. Wesker? Ach krass. Chris, you're alive. My words exactly. Where's Jill? Thought you were with her. Yeah, I know. We got separated. I see. Aww. Anyway, we better find a way out of here before we turn into zombie food. Got any suggestions, Wesker? We should get a better grip on the situation. There must be areas still to be explored in that other mansion. Chris, I want you to check them out one more time. I'll continue my investigation here. Sure thing. Jetzt ist alles sauber. Toll. Ach, schön, dass mir das Spiel auch wieder rüberschickt ins richtige Haus. Darauf kamen wir auch selber, aber. Und jetzt mal ganz dringend speichern. Aber den Kampf habe ich keinen Bock noch einmal. Die Pflanze ist echt nervig gewesen. Ich sage immer noch, wie soll man das Spiel ohne Speichern durchspielen? Hat sich nicht geändert. Aber gut, erstmal nachladen alles. Ja, nur nicht mehr viel Gewehrmunition, ne? Da sollten wir vielleicht ein bisschen vorsichtiger umgehen. So, das blau-grüne Zeug kann jetzt mal weg jetzt. Ich will das mal nur grünes Zeug mitnehmen. Ne, grün? Rot. Ne. Gucken wir das mal rot. Aber rot war für eine verstärkte Wirkung. Grün war das Richtige, ne? Zum
ausgewählt werden. Ich hätte bestimmt hier was Grünes mit was Rotem mischen, oder nicht? Was ist denn das hier? Ist das grün und grün, oder? Also egal. Jetzt rot eben weg. Grün, genau. Rot war die Verstärkung der Wirkung, genau. Ja, 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 ja. Dann nehmen wir das Grüne mit, jetzt egal. So, und einmal ein Farbband. Ja, bitte. Also ich weiß auch gar nicht mehr, was jetzt in meinem Haus noch übrig ist und was uns da noch erwarten wird. Wir jetzt ein paar Räume hatten wir ja noch. Kann nur interessant werden. Ja, wir haben jetzt 15 Schutzarbeiter von einem, davon 10 Schrot. Mal gucken. Kann ja lustig werden. Da ging's raus, ne? So, Karte war. Gab's denn eine Dings für Karte? So. Also wir sind in die Residenz. Nee. Wir haben noch nicht alles klar, ne? Hier können wir rein schon nochmal hingehen. In den Aquaring. Da müssen wir noch rein. Aber erstmal gehe ich in die Villa, ich bin jetzt neugierig. Wir haben da noch eine Tür, die wir öffnen können. Wir haben hier noch eine Tür. Hier ist noch eine Tür. Ach ja, das ist hier unter die. Die mit den Achtergegen, glaube ich. Hier die Tür können wir jetzt rein. Hier haben wir noch mehrere Türen. Und ganz oben ist auch noch eine Tür. Und ja, hier müssen wir also einige Türen. Dann gehen wir jetzt mal rüber. Ich werde trotzdem gerne wissen, welche Taste ich hatte für die Karte. Krista, Brad, can you hear me? Brad. Damn. War das nicht auf dem Weg hier auch schon? Gesehen. Und runter von mir. Die blauen Pflanzen habe ich gesehen. Hier war noch einer. Noch ein Alter. Hier sollen wir einen blauen Kopf brauchen nicht. Leck mir doch mal was. Also ich hätte ihn nochmal zurück, aber... Mann!
Müssen wir gleich noch kurz direkt zum Lagerraum gehen. Oder gucken wir hier nochmal, was Blaues rumlag. Ah, hier. Glück im Unglück. Das Grüne können wir gleich mitnehmen. Dann haben wir auch gleich ein bisschen mehr Leben. Ich hoffe, das klappt alles dann. Jetzt sind wir uns halt übelst weit, ne? Ach Gott. So, holen wir hier. Oh, hier ist der neue. Ai, 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 caramba. Ich Idiot. Ah, ich bemerke nur, was das hier ist. Schützen Sie sich hiermit vor dem Ungeheuer in Ketten, das gegen Kugeln gefeit ist. Ich habe auch den Türgriff repariert, damit Sie entkommen können, Wesker. Okay, also Nemesis ist im Haus. Glückwunsch, cool. Warte mal ganz kurz. Und jetzt hier reingehen. Diese Tür war die, die kaputt ist. Da kommen wir jetzt wieder rein, weil hier ist nämlich das, die Inventarbox. Die zweite Tür links. Hilfe? Was ist das? Au! Was für ein... No! Ah! Bin jetzt da, also ich muss die erste direkt links. Ja, die war richtig geil, die Grafik, oder? Ich fand die gut. Digga. Das ist ja überall. Wohin soll ich denn fliehen? Ich glaube, ich speichere nochmal, oder? Ich werde mal speichern, ich meine, das ist voll der zum Motherfuck auf dann. Alter. Erstmal healen, so. Munition nachfüllen. Wieder einmal. Die war da oben. Ja, wir haben da noch zwei Gewehrmunition. Die andere hätten wir gut gebraucht, rein theoretisch. Na komm, scheißegal, wir speichern das jetzt. Dann können wir nämlich, brauchen wir nicht mehr von da hinten anfangen, wenn die hier rumläuft. Da bin ich auch gar keinen Bock drauf. Kamera, danke. Jetzt können wir das Ding erschießen. Das ist die Frage. Ob wir nur fliehen können oder ob wir auch. Ne? Ja, dann geht er durch. Sag mir nicht, dass es repariert wurde. Von hier aus gehe ich jetzt.
gehe ich jetzt hin? Nach rechts und die erste. Aber wir gucken mal. Naja, war klar. Ja, geht ihm halt immer noch nicht. Ja, Digga. Zieh mich in Ruhe. Oh, aber das ist jetzt so ein Hindernis für cool ist. Ich habe noch nicht mal die Blendgranate mitgenommen von draußen. Von der Kamera. Ach Gott. Jetzt sind wir schon wieder im Haus. So. Oben links. Also diese Tür können wir jetzt öffnen. Was erwartet uns? Tür Nummer 1 heute. Hier ist ein handgeschriebener Eintrag, kein Datum. Es ist alles unverändert. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Raum, den ich als reines Experiment entwarf, sich so auszahlen würde. Ich kann mich eine Weile sicher verbergen, denn niemand kennt das Geheimnis hinter diesem Gemälde. Nicht einmal Sir Spencer. Mhm. Okay. Hier gibt es nur einen Raum, ja. Und ich habe irgendwas natürlich noch nicht hier nicht gemacht jetzt. Aber erstmal gucken wir uns durch. Erstmal durchgucken. Da war doch ein Gemälde. Ja. Ich habe gerade gerafft, dass es ein Spiegel war. Das hat gedauert. Ein Schmuckkästchen. Eine runde Ausführung von ca. 4 cm Durchmesser. Haben wir immer so rundes? Nein, ne? Jetzt wichtig ist natürlich dann wirklich das hier vorne. Kann ich mir so ein Ding hier reinstecken? Das ist ein Gemälde, aber weiß ich. Das hier. Und hier ist noch eins. Ach, warte mal, hier ist noch eins. Da kann nichts hier machen. Ach hier. Boah, Farbe. Wir merken uns, dass hier ein Farbband ist. Aber in dem Gemälde können wir nichts machen. Das wären die Sachen hier. Dann gehen wir eine Etage höher. Wenn du die Tür reinkommst. Du meinst hier rein? Also, okay.